Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, wieder mit dem Holzgeld. Hallo, da bin ich. Ja, und ich bin jetzt hier oben auf dem Baum. Jawohl. So. Papa Schlumpf ist auch erledigt. Ja, wir haben letztes Mal dieses Seirenland-Zeug abgeschlossen, glaube ich, und die Wasserschraube gekriegt und jetzt mal schauen. Also jetzt muss ich eigentlich ja nur noch mein Schwert in der Flamme reinigen. Ich habe mir letztes Mal gedacht, dieses Seirenzeug, ist das nicht auch irgendwas, was aus der griechischen Mythologie kommt? Du kannst auch ein bisschen mehr hier. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht besser bisher unbekannte Gebiete entdecken. Was zum Gebiete? Teufel? Dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Kyo. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Ich wollte gerade fragen, ob sein Magen... Ein Herz hast du verloren. Ah, ich bin wieder ganz unten. Dieser Schwabbelbaum. Irgendwie erinnert mich das Ganze immer an Hubba Bubba. Diese fette rosa Kugel. Was für eine rosa Kugel? Das war das Maskottchen der Kaugummi-Industrie, Hubba Bubba, ist so ein Kaugummi, der so extra große Blasen macht. Ach, deine Mutter. So, was soll ich jetzt hier machen? Mit dem? Soll ich ihn zwicken? Runtergreifen oder was? Zwick! Wer stört? Oh, einen Menschen sieht man hier nicht an der Tage. Ich bin ein Einsiedler. Ja, mach, das klingt gut. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Kühe und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hier geschafft hast, aber kannst du mich sehen? Ja. Du hast irgendwie so eine Erkältung im Schnabel, habe ich das Gefühl. Und das, obwohl selbst die anderen Kühe mich nicht sehen können. Aber sag, ein Mensch wie du, was willst du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können. Ein Mensch, der mich sehen kann und nach einer Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich hier nun erzähle? Ja, also klar. Nur so ein paar Leute im Internet, aber sonst... Ach so, ja. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, man nennt sie Pharaohs Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Götter noch unter uns wandeln. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Frierone lebt. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in die Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Nein. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im See dort im Süden. Das Tor zu dem See ist allerdings verschlossen. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Nämlich? Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Oh, jetzt habe ich was geskippt. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Zieh dich mal an dem Ort um, an den ich markiert habe. Was ist das? Hast du dir das gemerkt? Ja, weiß ich nicht. Warte!
Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Ach du Scheiße. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so. Naja, gerade dann hat er Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemanden verraten, was ich dir von Vorausklamm erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ja, ja, ich gehe wieder schlafen. Was hat er denn jetzt markiert, angeblich? Ich glaube, ich habe mir doch nicht gemerkt, was er jetzt markiert hat. Im Norden und was? Wie? Im Norden ist der Schlüssel des Südens oder so ähnlich, habe ich es verstanden. Ja, und welchen brauche ich? Und wo ist diese Quelle? Ich sehe sie nicht. Ah, da hinten, oder? Naja, also ich würde mal sagen... YOLO, ne? Au! Nur zwei Herzen. Da! Da habe ich eine Quelle gesehen. Hä? Ja, hier will ich hin. Ah, ja, da. Oh Mann, warum will mich hier alles angreifen? Das gibt's doch nicht. Was habe ich denen getan? Ich habe nur ihre Familien ausgerottet. Manche würden Geld dafür zahlen. Ah, das hier. Und was? Das ist das Symbol. Zwei Monde. Gebieter, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir der Kyo-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zu sammeln und vor dem Tore das Muster zu zeichnen. Und was hat er jetzt irgendwie mit Süden und Gegenstück und so weiter geredet? Da ist es vielleicht umgedreht. Das sind vielleicht die Monde. Also jetzt zeigt die Öffnung nach links. Dieser Sichel. Oh Gott, was muss... Ach du Scheiße, was machst du denn? Echt? Keine Ahnung. Machst du das? Ja. was muss ich denn für ein Zeichen machen? Hier, der äußerste Kreis? Kann ich nicht mal hochschauen? Oder kann ich nicht... den ersten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber jetzt hat die Öffnung, geht in die andere Richtung. Hä, was muss ich hier denn machen? Oh. Oh, sieh mal an. Aha. Hä? Warte mal. Ich bin verwirrt. Warum? Was hieß es denn jetzt mit dem Gegenstück und mit Süden und, soll ich jetzt mich da runterstürzen oder was? Wahrscheinlich. Na gut. Und dann tauchen und die Wasserschraube machen. Weiß nicht, aus ob du damit dieser richtig kriegst. Höhe müsste es eigentlich tödlich sein. Floriasee. Mhm. Der Florian. Sieht ein bisschen aus wie Niagara Falls. Ich glaube, das liegt aber... Von kanadischer Seite aus. Ja, ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass es ein Wasserfall ist. Das haben die mit Computer gemacht. Boah, wo schwimme ich hier denn lang? Bin ich jetzt Buddhist oder was? Soll ich hier irgendwo... Die haben sich so viel Mühe gegeben, das Reinigung auszustatten. Finden. Das kann also nicht falsch sein, weil wenn sie sich so viel Mühe mit der Ausstattung... Ah. Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Web. Ah ja. Noch ein Mensch? Warte mal. Wie meint er das? Oh nee, muss ich ihm jetzt folgen, oder was? Ja. Oh, ich hasse so welche Missionen. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sage es sonst dem Wasserdrachen. Ja, dann. Ah, ich glaube, ich darf mich nicht sehen lassen. Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Du siehst das anders? Na, dann versuch's doch. Versuch doch, mich zu fangen. Versuch doch, mich zu fangen, Batman. Ja, was ist mit der Wasserschraube? Ohne die Wasserschraube kommst du... Ja, wie mache ich denn die Wasserschraube? Ah, drück auf L. Um die Wasserschraube auszuführen. Oha. Oha. Unmöglich.
Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe? Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Na, was ist denn los? Bring mich hin. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen. Aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Sprechen wir mehr hier. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. So, ja, okay, dann folgen wir mal, oder? Ich weiß jetzt nicht. Wasserschraube. Ich bin irgendwie ein bisschen überfordert. Was hat der Wasserdrache mit dem allen zu tun? Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Wo? Wasserschraube oder was? Ja, das ist die Antwort auf alles, ne? Nee. Geht wohl nicht. Brauche ich schon Bomben. Aber diesen Fisch. Ja, stimmt, die explodieren ja. Bam. Da ist er ja. Herzen. Oh, bitte friss mich nicht. Bist du etwa? Achso. Bist du etwa? Nein, ich bin nicht der Wasserdrache. Du suchst ihn. Ich denke, ein Mensch mit der Wasserdrachenschuppe gilt als Freund. Daher sage ich dir etwas. Den Wasserdrachen findest du dort entlang. Markiere dir diese Stelle irgendwie. Hä? Wo? Dort entlang? Wo? Wo das rote Kreuz ist. Ach so. Ja. Okay. Aber verrate es niemanden. Ja. Irgendwie. Was ist in den letzten paar Folgen aus dem Spiel geworden? Es hat sich einfach komplett verändert. Aha. Ah, das verbraucht aus... Hä, warum verbraucht das Luft? Also warum ist Luft gleichzeitig meine Ausdauer? Was ist das für ein Mario 64-Scheiß? Kennst du den Schraubensprung, Mensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche ausführst, kannst du springen. Mhm. Muss ich das etwa hier, oder was? Ah, da. Na gut, ne? Dann will ich das mal ausprobieren. Jo, Mai. Fantastisch. Nicht du, schließlich ist das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Also recht hat er ja irgendwie, aber... Na, man kann auch mal ein bisschen Props geben. Und zack, da bin ich ja auch schon oben. Und hier kann man speichern. Ja, der Jünder, der speichert jetzt. So, was haben wir hier? Eine Truhe. Sehr wohl. Geschenk der Göttin. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe jetzt schon 4 Stück davon. Und, hepp. Da ist er ja wieder, unser komischer Freund, der irgendeine weirde Gabel auf dem Kopf hat. Das ist eine DVB-T-Antenne, glaube ich. Ach so. Schwarz. Fernsehprogramm. Ah, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Und was soll ich jetzt dagegen machen? Ah, warte mal. Er hat eine Schwachstelle. Hä? Hallo? Hä? Was war das denn okay, jetzt? Du hast eine Wasserschraube ausgeführt. Großartig. Kein Zweifel. Du musst der Auserwählte der Göttin sein. Warum sieht er so weird aus und warum... Spricht er so weird? Ja, das ist einfach eine gute Wahl, die Stimme. Und was ist das jetzt? Aua. Aber ich dachte, Wasserschraube ist die Antwort auf alles. Endlich da. Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Ah, das ist ein Schlüssel. Oh jetzt mein Gott. Oh Mann. Für mich ist es immer noch eine Antenne. Die warten ja anscheinend alle schon auf mich. Okay. Hä? Wo ist denn der Wasserdrache? Ist das... Was? Was muss ich da sehen? Ein Mensch.
Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Firone und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Ja. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Kyo-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort im Geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim. Girahim? Hat mir eine Wunde zugefügt. Ach so, Anführer der Monster. Ich dachte gerade, sie steckt mit Girahim unter einer Decke. Das heilige Wasser in diesem Behältnis sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Ich brauche jetzt Essiggurken. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Ja, und wo finde ich heiliges Wasser? Das sagt sie jetzt wahrscheinlich. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nun mit der Aurasuche aufgesprüht werden. Da haben wir es ja. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Jo. Werde ich auch machen. Folge diesem Weg in den Wald von Firone. Nun beeile dich. Ich warte nicht gern. Ja. Da ist das heilige Wasser, ne? Na, dann bis zum nächsten Mal. Nein. Dann geht's an der Stelle. Nein. Das ist ein gutes Ende. Das wäre ein guter Cliffhanger jetzt. Nein, wir müssen noch bis 40 Minuten ungefähr. Das haben Pferderinge auch so gemacht. Die Gefährten und dann, als sie aufgebrochen sind, so. Ja. Teil zu Ende. So, dann kauf also den nächsten Film. Genau. So, noch einmal Spejon. Der Jünder, der Spejot wieder. Nee, hier. Was? Da lang. Und was ist dann in der Richtung? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Firone befinden. Bitte bestätige mir dies mit Hilfe der Karte. Wow, danke. Danke, Fei, für diese nützliche Info. Wo soll das bitte schön sein? Also jedenfalls musst du erstmal an dem Kaugummi-Menschen vorbei. Okay, Moment, ich markiere mir kurz, wo das hier ist, damit ich ja auch wieder zurückfinde. Nee, jetzt habe ich es wieder. Ah, hier. Ach, immer dieses Aura-Suchen-Gedöns. Da, jetzt muss ich doch wieder auf den Baum hoch, oder was? Da ist irgendwas. Also, was heißt irgendwas? Da ist das heilige Wasser. Ja, jetzt kommt endlich dieser Ort hier zur Geltung. Ich habe mich schon immer gefragt, was das für ein Ort ist. Als ob man hier schon immer lang konnte. Tief im Wald. Nee, warte mal, hier war ich schon, oder? Ach, hier geht's zum Tempel. Ah, okay. Dann habe ich einfach Scheiße gelabert vorhin. Ah, hier geht's lang, stimmt. Warum sind da auch Bienen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind viel zu viele. Wie kann ich eine Wirbelattacke machen? Keine Ahnung. Geht das überhaupt? Ah ja, hier geht's lang, okay. So. Wasser ist da drüben. Ja, wieder beim Tempel, als ob alles so ganz zufällig beim Tempel ist. Ja, halt's doch Maul, du blödes Spiel. Im Tempel? Nee, oder? Nee, oder? Die recyceln jetzt nicht den ersten Dungeon. Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura heiligen Wassers. Aber du kannst die Aurasuche hier nicht einsetzen. Aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass sich das Wasser sehr tief im Tempel befindet. Oh, nee. Ich empfehle, den mit X markierten Punkt zur Orientierung zu nutzen und in das Innere des Tempels vorzudringen. Ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch. Sei äußerst vorsichtig, Gebieter. Natürlich muss es ganz am Ende des Tempels sein. Beim Boss quasi, wo beim ersten Mal der Boss war. Oh,
Als ob der jetzt auch da ist. Oh, wie habe ich den nochmal gesprochen? Moment, dich habe ich noch. Dich habe ich doch schon am Vulkan getroffen. Suchst du hier also nach Schätzen? Nö. Du brauchst gar nicht so zu tun. Ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Bist du auch wegen der Geschichte dieses Felstyps hier? Der Krone? Man soll an Stellen in Tempeln, an denen Schmetterlinge flattern, schöne Klänge spielen. Aber egal, das ist Unsinn. Es passiert nichts. Aber wenn ich schon mal hier bin, suche ich noch nach ein bisschen Schätzen. Ja. Ja, gut. Interessante Unterhaltung eigentlich, aber... Und jetzt kann ich in seinem Loch rumbuddeln. Ich meine, diese Steine haben ja jetzt nicht viel gebracht, oder? Hä, warum... Warum ist die Tür wieder versperrt? Man sagt, wenn sich in deinem Leben eine Tür verschließt, geht eine andere auf. Beziehungsweise, wenn sich eine öffnet, verschließt sich eine andere. Aber... Ja, aber ich habe ein wahres Sprichwort. Aber ich habe doch die geöffnet. Und dann ist sie einfach von alleine wieder zugegangen. Mhm. Oh, nee, oder? Was muss man hier nochmal machen? Ich könnte eigentlich die alte Folge wieder anmachen und nachschauen, aber... Oh Gott, der schon jetzt wieder. Der schon wieder. Verflucht. Der ganze Ärger, diesem Monster den Schlüssel abzuknüpfen. Umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Egal, der Schatz, hinter dem ich her bin, ist es mir mehr wert als irgendwie ein Schlüssel. Ja, Kleiner, natürlich weiß er nicht mehr wo und hat es irgendwo versteckt. Ich raste aus hier! Und jetzt sind hier natürlich überall Grablöcher. Überall Grablöcher! Okay, Moment, ich probiere noch eine Sache aus. Nämlich ist hier ja ein Gang, ne? Ich glaube, es ist in diesem Geheimraum. Aber, ne, hier ist auch nichts. Ach, warte mal, hier kann man noch hoch? Ja. Hier ist ein Loch. Also, das ist sowas von auffällig. Jawohl. Endlich. So. Also, beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich hier bis zum heiligen Wasser vordringen. Also das auf jeden Fall nicht verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich habe die Macht von Castle Grayskull.